In diesem E-Tutorial möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie Google Scholar so konfigurieren können, dass Sie direkt auf die lizenzierten Volltexte zugreifen bzw. nach gedruckten Büchern und Zeitschriften der UB recherchieren können. Google Scholar ist die Google-Suche speziell für wissenschaftliche Dokumente. Wenn Sie die UB Erlangen-Nürnberg in den Einstellungen für die Bibliothekslinks eintragen, können Sie neben kostenfreien Dokumenten aus dem Internet auch nach von der UB lizenzierten Titeln recherchieren. Rufen Sie dazu Google Scholar über den Link www.scholar.google.com auf oder indem Sie Google Scholar in die Suchleiste Ihres Browsers eingeben und auf den Link klicken. Nun können Sie links oben über den Menüpunkt die Einstellungen aufrufen. Hier wählen Sie die Bibliothekslinks aus. Im Suchfeld tragen Sie nun Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg ein und klicken auf den Suche-Button. Jetzt haken Sie die UB an und speichern Ihre Einstellung ab. Jetzt können Sie Ihre Suche in Google Scholar beginnen. Sollten Sie Hilfe bei der Formulierung Ihrer Suchbegriffe benötigen, dann hilft Ihnen unser E-Tutorial zum Thema Suchbegriffe finden weiter. Starten wir eine Recherche zum Thema Digitalisierung in Schulen. Als Suchbegriffe bieten sich Digitalisierung und Schule an. In der Ergebnisliste wird Ihnen nun rechts neben den Treffern der Hinweis sfx@ub.fau angezeigt, wenn die UB den Zugang zum Dokument lizenziert hat. Mit einem Klick auf den PDF-Link kommen Sie direkt auf den Volltext, falls Sie sich im Netz der Universität befinden. Angehörige der FAU können sich von zu Hause auch über VPN mit dem Uninetz verbinden. Eine Anleitung finden Sie in unserem Tutorial E-Book-Zugriff via VPN für FAU-Angehörige. Handelt es sich bei dem Treffer um eine gedruckte Veröffentlichung, landen Sie mit Klick auf das SFX-Symbol im Katalog der UB und können das Buch bestellen bzw. ausleihen. Auf der linken Seite haben Sie die Möglichkeit, Ihre Trefferliste weiter einzugrenzen, zum Beispiel auf einen bestimmten Zeitraum. Wenn Sie ein Google-Konto besitzen, können Sie mit dem Stern die gefundenen Dokumente in einer Merkliste sammeln und über Meine Bibliothek aufrufen. Teilweise können Sie sich über Klick auf Zitiert von eine Liste mit allen Dokumenten anzeigen lassen, die Ihren Treffer zitiert haben. Über ähnliche Artikel können Sie ebenfalls eine weitere Ergebnisliste generieren. Über die erweiterte Suche können Sie Ihre Recherche noch genauer eingrenzen. Rufen Sie dazu oben links das Menü auf und wählen die erweiterte Suche aus. Sollten Sie noch Fragen oder Probleme haben, wenden Sie sich gerne an unsere Online-Auskunft.